Moin liebe Leute und willkommen bitte. Zurück zu einer weiteren Folge Omsi 2. Ja, genau. Wir sind immer noch auf Stettin unterwegs, auf der Linie 59 und fahren zurück nach Wiesteslava, falls es so heißt. Wir haben in der letzten Folge, beziehungsweise in der Folge, die nicht geklappt hat, haben wir schon versucht, die Linie zu fahren mit Mercedes. Da hat allerdings nichts geklappt. Der ist einfach so stehen geblieben und ist nicht mehr gefahren. Ich bin der Meinung, das Problem hatten wir schon mal. Aber ist jetzt nicht mein Problem. Na gut, es war mein Problem. Sagen wir es so rum. Ich würde sagen, wir fahren los. Ach, guck mal, mir fällt schon was auf. Der Bus hat hier andere Dinger, ne? Der andere hatte, glaube ich, hier noch so ein Teil. Oder? Ach, weiß ich nicht. Das ist auf jeden Fall wieder. Der ist auf jeden Fall wieder ein bisschen anders. Letztes Mal habe ich den mit der höchsten Nummer genommen und diesmal habe ich den mit der kleinsten Nummer genommen. Was steht da? Bitte abfahren. Ja, habe ich. Plagrotla. So. So. Da müssen wir geradeaus fahren. Das ist doch wunderbar. Haben wir endlich wieder eine rote Ampel? Ich liebe rote Ampeln. Das ist ein Traum. Ich kann euch davon Geschichten erzählen von roten Ampeln. Abenteuer, die ich erlebt habe mit diesen roten Ampeln. Das ist der Hammer. Besonders hier in Polen. Hier ist eine Ampel roter als die andere. Das ist auch nicht mehr zu fassen. Rotlichtviertel. Ich glaube hier in Polen, Stettin, ich glaube, das ist das Rotlichtviertel. Hier sind nur rote Ampeln. Ja, ich bin heute wieder witzig. So, einmal bitte anhalten. Einmal hinten einsteigen. Ich habe keinen Bock auf euch hier vorne. Hallo. Eine Fahrkarte bitte. Okay, Ansagen funktionieren noch. So, ich bin ein bisschen schnell wieder. Der Bus, der hat einfach eine zu gute Beschleunigung. Aha, der hat aber auch hier eine Rollo. Ich hoffe, ich kann das auch hoch machen. Ja. Dankeschön. Hört sich überhaupt nicht verbuggt an. Polen. So. Oh, Entschuldigung.
So, jetzt fahren wir ein bisschen vernünftiger. Oder ich hatte es zumindest vor. Oh. Ja, eine rote Ampel, ich freue mich. Der fällt auch gut. Ich habe eine Idee. Rechtsabbieger ist grün. Das hört sich gut an. So, Rechtsabbieger ist grün. Das hätte man mir direkt sagen können. Nee, können Sie nicht mal anständig fahren? Fahr ich doch. Ah, einfach ein bisschen fies sein. Würde ein Busfahrer in echt vielleicht nicht machen. Nasenbeul wieder, Michael Schumacher. Aber ja. Ich, ja. Ja, guck mal, die Ampel wäre jetzt auch schon grün geworden mittlerweile. Na, aber ja, es ist schon schlimm. Fahrschule ist ja nichts dagegen, ne? Ja, beschwert euch doch nicht. Ihr hättet auch eine rote Ampel stehen können. Das wäre ein bisschen schlimmer, oder? Oh, Alter, ist die Sonne tief. So ein Dreck aber auch. Na gut, wir haben auch früh morgens hier. 8.44 Uhr, da ist die Sonne noch tief am Horizont. Die so. Halten wir hier an. Schön am Bordstein schleifen. Ich hätte gerne eine normale Fahrkarte. Einmal normal, bitte. Komm, ich dachte gerade, sie hat eine Kurzstrecke gekauft, aber hat sie ja gar nicht. Einmal Kurzstrecke, bitte. Sie hat eine Kurzstrecke gekauft, hier. Danke. So. Im Zenit. Geografische Kenntnisse. So. Wir hätten auch um 6 Uhr fahren können, oder wäre es noch relativ dunkel hier? Haben wir eigentlich gerade Sommer hier im Spiel? Ich habe die Zeit nämlich gar nicht umgestellt. 16.11. Ja, nee, wir haben November. Das heißt, ich hatte vor 4 Tagen Geburtstag hier im Spiel. Ist ja krass. Ich habe nämlich am 12.11. Geburtstag. Das heißt wiederum, da wäre ich. Ey, warte mal, da wäre ich 9 Jahre alt. Oh je, wir sagen, wir müssen nicht mal anständig fahren. Das aber gar nicht. Wieso? Hier ist doch bestimmt 70 erlaubt, oder nicht? Ich gehe nicht davon aus, dass hier 50 erlaubt ist. Uiuiui, muss ich hier links rum oder geradeaus? Links rum, ne? 59 geradeaus. Ich glaube, den Fehler habe ich letztes Mal auch gemacht. Man lernt nie aus Fehlern, wie man sieht. Ihr könnt hinten einsteigen. Ist das schön an diesem Bus, da steigen wir tatsächlich hinten an. So. Następny przystanek. Jana z Czarnolasu. So sehe ich das auch. Was ich auch immer gerade gesagt hat. Wie schnell ist jetzt erlaubt? 70? 50? 40? Ja, 20? Du Idiot! Fahr doch noch schlimmer. Meine Güte, die tragen die Auto und die dreckige Kurve da. Erstmal Zucker. Den KI-Autos braucht man ab und zu mal in Kinderregel, sonst hält man das nicht aus. Hallo.
hört sich auch behindert an. Kinderschokolade, das hört sich total komisch an. Dürfen das Erwachsene nicht essen oder was? Achso, das ist nur für Kinder. Następny przystanek. Chorza. Idiot, wenn dir muss ich meine Achsen, meine Federung kaputt machen am Kranstein. Und die Achsen auch. Und die Reifen auch. Und die Felgen auch. Mit 70 km/h ist jetzt nicht so gut. Na gut, die Achsen eigentlich eher weniger, ne? Schon die Federung und die Felgen und die Reifen erst recht. Ja, Leute. Guten Tag. Ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch eine positive Bewertung da. Wenn nicht, dann kann ich euch auch nicht helfen. Und ein Abo würde mich auch freuen. Schreibt doch in die Kommentare rein, welche Busse wir noch fahren sollen und Maps und so und so und so. Komischer Spruch. Dann würde ich sagen, ciao Leute, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.